Der Ex-AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Meyer war vor seiner Zeit im Parlament Richter in Sachsen und genau das will er auch nach seiner Zeit im Bundestag wieder sein. Der Freistaat Sachsen allerdings möchte Meyer in den Ruhestand versetzen, weil man nicht davon ausgehen könne, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung eintreten werde. Das ergebe sich aus verschiedenen Äußerungen Meyers, die als rassistisch und menschenverachtend gewertet werden. Wegen der richterlichen Unabhängigkeit hat eine solche Versetzung in den Ruhestand aber hohe Hürden. Das Richterdienstgericht in Leipzig sah diese hohen Voraussetzungen als erfüllt an. Meyer ist gegen diese Entscheidung in Revision gegangen und nun hat der Bundesgerichtshof in letzter Instanz über diesen Fall entschieden, und zwar in seiner Funktion als Dienstgericht des Bundes. Wir hören die vollständige Urteilsverkündung des Senats und das Wort hat der Vorsitzende Richter Rüdiger Pamp. Der Hohe Senat. In dem dienstgerichtlichen Verfahren mit dem Aktenzeichen RIZR1 aus 23 verkünde ich im Namen des Volkes das folgende Urteil. Die Revision des Antragsgegners gegen das Urteil des Landgerichts Leipzig, Dienstgericht für Richter vom 1. Dezember 2022, in der Fassung des Berichtigungsbeschlusses vom 20. Januar 2023 wird auf seine Kosten zurückgewiesen. Nehmen Sie bitte Platz. Der Antragsteller, der Freistaat Sachsen, beabsichtigt, den Antragsgegner auf der Grundlage von § 31 Nummer 3 des Deutschen Richtergesetzes in den Ruhestand zu versetzen. Der heute 61 Jahre alte Antragsgegner trat 1992 in den Justizdienst des Antragstellers ein. 1995 wurde er im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zum Staatsanwalt, 1997 unter Berufung in das Richterverhältnis auf Lebenszeit zum Richter am Landgericht ernannt. Das ihm übertragene Amt eines Richters am Landgericht bei dem Landgericht Dresden hatte er bis zum Beginn seiner Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag als gewählter Abgeordneter der Partei Alternative für Deutschland, AfD, am 24. Oktober 2017 inne. Das Dienstgericht für Richter bei dem Landgericht Leipzig hat seiner hier angefochtenen, heute verhandelten Entscheidung unter anderem folgende Feststellungen zugrunde gelegt. Der Antragsgegner sprach bei einer öffentlichen Parteiveranstaltung der AfD am 17. Januar 2017 in Dresden über die Herstellung von Mischvölkern, durch die die nationalen Identitäten ausgelöscht werden sollten, was einfach nicht zu ertragen sei. Ferner bezeichnete er die Aufarbeitung der NS-Verbrechen als gegen uns gerichtete Propaganda und Umerziehung, die uns einreden wollte, dass Auschwitz praktisch die Folge der deutschen Geschichte wäre, und erklärte diesen Schuldkult für endgültig beendet. Über die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD, äußerte der Antragsgegner in derselben Rede, sie sei bis zum Aufkommen der AfD die einzige Partei gewesen, die immer geschlossen zu Deutschland gestanden habe. In der Berichterstattung über diese Rede, die unter anderem zu einem später nicht mehr weiterverfolgten Parteiausschlussverfahren gegen den Antragsgegner führte, wurde auch sein damaliges Amt eines Richters am Landgericht Dresden erwähnt. Bei einem Wahlkampfauftritt vom 21. August 2017 vor der Dresdner Frauenkirche erklärte der Antragsgegner, er wolle, dass Deutschland wieder aufersteht, zu alter Stärke zurückfindet und nicht gebückt geht, und fragte die Zuhörer, wie man denn Politiker nenne, die andere Interessen, aber nicht die Interessen der eigenen Bevölkerung vertreten, woraufhin die Zuhörer von ihm unwidersprochen wiederholt Volksverräter skandierten. Am 2. Januar 2018 wurde in einem vom offiziellen Twitter-Account des Antragsgegners abgesetzten Tweet der Sohn des Tennisspielers Boris Becker als kleiner Halbneger bezeichnet. Als Reaktion auf einen Bericht des Spiegel vom 18. März 2019 über einen Strafprozess in Chemnitz wurde vom offiziellen Twitter-Account des Antragsgegners ein Tweet abgesetzt, der wie folgt lautet: Wenn Angeklagte AfD-Richter fürchten, haben wir alles richtig gemacht. Hashtag AfD.
Der Antragsgegner wurde im sächsischen Verfassungsschutzbericht 2020 bis ca. April 2020 als Obmann des sogenannten Flügels in Sachsen, einer formal aufgelösten Gruppierung innerhalb der Partei AfD, geführt. Der Flügel wurde in dem Bericht als rechtsextremistischer Personenzusammenschluss bezeichnet. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stufte den Flügel am 12. März 2020 als erwiesen rechtsextremistische Bestrebung ein. Das Politikkonzept des Flügels verfolge als Ziele insbesondere die permanente Verächtlichmachung demokratischer Institutionen, die Abschaffung des Parlamentarismus, die Etablierung einer völkischen Gesellschaftsordnung mit einem ethnokulturell homogenen Staatsvolk, die pauschale Ausgrenzung, Verächtlichmachung und Rechtlosstellung von Migranten, Muslimen und politisch Andersdenkenden und die strukturelle Verbindung zur sowie die systematische Zusammenarbeit mit der klassischen rechtsextremistischen und der neurechten Szene. Im sächsischen Verfassungsschutzbericht 2020 wurde der Antragsgegner zu einem öffentlichen Brief der damaligen AfD-Landesvorsitzenden vom 24. März 2020 zur Auflösung des Flügels mit der Bemerkung zitiert: Naja, als Haltungsgemeinschaft sind wir natürlich da. Wir werden einen Weg finden, wie wir als Haltungsgemeinschaft noch weiterhin aktiv sind. Im Verfassungsschutzbericht des Bundesamts für Verfassungsschutz 2020 wurde der Antragsgegner unter Bezugnahme auf ein YouTube-Video ohne Namensnennung unter Bezeichnung als ehemaliger Landesobmann des Flügels für Sachsen dahin zitiert, er habe gesagt, die Grundhaltung des Flügels sei schon vor dessen formaler Auflösung in die Gesamtpartei eingesickert. Nach Beendigung seiner Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag beantragte der Antragsgegner Mitte Dezember 2021 nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages, dem sogenannten Abgeordnetengesetz, seine Zurückführung in das frühere Dienstverhältnis. Der Antragsteller übertrug dem Antragsgegner zur Erfüllung dieses Rechtsanspruchs mit Verfügung vom 10. Februar 2022 und mit Wirkung vom 14. März 2022 das Amt eines Richters am Amtsgericht bei dem Amtsgericht Diepoldiswalde. Am 11. Februar 2022 hat der Antragsteller bei dem Landgericht Leipzig, Dienstgericht für Richter, beantragt, die Versetzung des Antragsgegners in den Ruhestand für zulässig zu erklären. Der Antragsteller ist der Auffassung, der Antragsgegner habe seine Glaubwürdigkeit als Organ der Rechtspflege und das Vertrauen des Dienstherrn und der Allgemeinheit bei der Ausübung seines Richteramtes endgültig verloren. Er habe sich wiederholt rassistisch, antisemitisch, nationalistisch und geschichtsrevisionistisch geäußert. Der Antragsgegner steht demgegenüber auf dem Standpunkt, § 31 des deutschen Richtergesetzes sei nicht anwendbar, weil sein Richteramt in dem Zeitraum, auf den der Antragsteller sich beziehe, nach den hier einschlägigen Paragraphen des Abgeordnetengesetzes geruht habe. Jedenfalls aber lägen die tatsächlichen Voraussetzungen des § 31 Richtergesetz nicht vor. Der Antragsteller berufe sich nur auf subjektive Wertungen, die von ihm, dem Antragsgegner, vor dem Verwaltungsgericht Dresden gegen den Antragsteller erhobene Klage mit dem Ziel, nicht mehr im sächsischen Verfassungsschutzbericht 2020 als Rechtsextremist ausgewiesen zu werden, sei dem dienstgerichtlichen Verfahren vorgreiflich, dieses deshalb auszusetzen. Die durch den Antragsteller zitierten Tweets seien durch einen Mitarbeiter abgesetzt worden. Das Dienstgericht hat die Versetzung des Antragsgegners in den Ruhestand gemäß § 31 Nummer 3 des deutschen Richtergesetzes für zulässig erklärt. Die hiergegen gerichtete Revision des Antragsgegners ist nicht begründet. Ohne Rechtsfehler hat das Dienstgericht bei dem Landgericht Leipzig die Versetzung des Antragsgegners in den Ruhestand nach § 31 Nummer 3 deutsches Richtergesetz für zulässig erklärt. Die dagegen gerichteten Revisionsangriffe sind erfolglos geblieben. Soweit die Revision zunächst in verfahrensrechtlicher Hinsicht ohne Erfolg beanstandet hat, die das vorliegende Verfahren einleitende Antragsschrift des Antragstellers sei nicht ordnungsgemäß beim Dienstgericht eingereicht worden
und das Dienstgericht habe das vorliegende Verfahren mit Blick auf ein bei dem Verwaltungsgericht Dresden anhängiges Klageverfahren des Antragsgegners aussetzen müssen, haben wir heute Morgen die maßgeblichen Punkte erörtert. Wir haben auch diese Fragen nochmals beraten, sehen aber keine Veranlassung, von unserer heute Morgen schon bekannt gegebenen Auffassung hierzu abzuweichen, und ich sehe von näheren Ausführungen dazu an dieser Stelle ab. In der Sache selbst hat das Dienstgericht ohne revisionsrechtlich beachtliche Rechtsfehler angenommen, dass die tatbestandlichen Voraussetzungen für die vom Antragsteller beabsichtigte Versetzung des Antragsgegners im Interesse der Rechtspflege nach § 31 Nummer 3 Richtergesetz gegeben sind. Nach dieser Vorschrift kann ein Richter auf Lebenszeit in den Ruhestand versetzt werden, wenn Tatsachen außerhalb seiner richterlichen Tätigkeit eine Maßnahme dieser Art zwingend gebieten, um eine schwere Beeinträchtigung der Rechtspflege abzuwenden. Die Anwendung dieser Norm ist nicht deshalb ausgeschlossen, weil einige der vom Antragsteller zur Begründung vorgetragenen und vom Dienstgericht berücksichtigten Umstände in einen Zeitraum fielen, in dem der Antragsgegner Mitglied des Deutschen Bundestages war. Der Antragsgegner kann sich insoweit nicht auf seine Indemnität als Abgeordneter, Artikel 46 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz, berufen. Diese Bestimmung erfasst nur das innerparlamentarische Verhalten des Abgeordneten, um das es hier nicht geht, da ausschließlich außerparlamentarische Äußerungen des Antragsgegners als früherem Abgeordneten betroffen sind. Das Dienstgericht ist des Weiteren zutreffend davon ausgegangen, dass die vom Antragsteller vorgetragenen Tatsachen nicht deshalb unverwertbar sind, weil gemäß den Vorschriften des Abgeordnetengesetzes die Rechte und Pflichten aus dem Dienstverhältnis eines in den Bundestag gewählten Richters für die Dauer der Mitgliedschaft, mit Ausnahme der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit und des Verbots der Annahme von Belohnungen und Geschenken, ruhen. Aus den Vorschriften des § 5 Absatz 1 Satz 1 und 8 Absatz 1 Abgeordnetengesetz folgt keine Privilegierung, die die Anwendung des § 31 des Deutschen Richtergesetzes sperrt. Eine derartige Sperrwirkung lässt sich weder dem Wortlaut noch der Gesetzessystematik und ebenso wenig der Entstehungsgeschichte und dem Regelungszweck dieser Normen entnehmen. Die angefochtene Entscheidung des Dienstgerichts in Leipzig beruht des Weiteren auf einer rechtsfehlerfreien Anwendung des § 31 Deutsches Richtergesetz. Welcher Art die nach § 31 Richtergesetz maßgeblichen Tatsachen sein müssen, umschreibt das Gesetz nicht. In Betracht kommen mündliche oder schriftliche Äußerungen oder anderes Verhalten des Richters. Die betreffenden Tatsachen müssen außerhalb der richterlichen Tätigkeit und können auch ganz außerhalb des dienstlichen Bereichs liegen. Ob die Versetzungsmaßnahme zwingend geboten ist, um eine schwere Beeinträchtigung der Rechtspflege abzuwenden, ist unter Abwägung der Umstände des Einzelfalls zu entscheiden. Dabei sind strenge Maßstäbe anzulegen, weil § 31 Richtergesetz in den Grundsatz der Unversetzbarkeit des Richters eingreift, der Ausfluss seiner persönlichen Unabhängigkeit im Sinne von Artikel 97 Absatz 2 Grundgesetz, also verfassungsrechtlich geschützt ist. Als Ausnahmeregelung von diesem Grundsatz ist die Vorschrift daher eng auszulegen. Das hat zur Folge, dass eine Versetzungsmaßnahme durch richterliches Urteil nur dann für zulässig erklärt werden darf, wenn objektiv feststeht, dass die festgestellten Tatsachen die Rechtspflege in schwerwiegender Weise beeinträchtigen. Davon muss unter anderem dann ausgegangen werden, wenn das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Person des Richters oder in seine Amtsführung in so hohem Maße Schaden genommen hat, dass seine Rechtsprechung nicht mehr glaubwürdig erscheint und durch sein Verbleiben in dem ihm anvertrauten Amt zugleich das öffentliche Vertrauen in eine unabhängige und unvoreingenommene Rechtspflege beseitigt oder gemindert würde. Eine Versetzung nach § 31 Richtergesetz kommt grundsätzlich in Betracht, wenn der Richter nicht mehr die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintreten wird.
Das ist jedenfalls ein Maßstab, der Anwendung findet, wenn es wie hier um einen Richter geht, der politisch in der Öffentlichkeit tätig wird. Das gilt nicht nur für den Fall der Berufung in das Richterverhältnis, sondern ist dauernde Voraussetzung für die Ausübung des Richteramts auf der Grundlage des Grundgesetzes. Auf dem Boden des Grundgesetzes ist unabdingbare Voraussetzung für die Ausübung des Richteramts die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Richters. Die Rechtsstaatlichkeit ist unverzichtbarer Bestandteil der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Tatsachen, die eine Versetzung nach § 31 Richtergesetz rechtfertigen, liegen danach im Falle einer politischen Betätigung des Richters vor, wenn er sich in herausgehobener Stellung bei einer politischen Gruppierung betätigt, die Grundlagen des demokratischen Verfassungsstaats ablehnt. Weiter rechtfertigen Tatsachen eine Versetzung des Richters, wenn er durch sein Auftreten in der Öffentlichkeit den Eindruck erweckt, er werde aus politischen Gründen sein künftiges dienstliches Verhalten an seiner persönlichen Einschätzung und nicht mehr allein an den Gesichtspunkten der Sachrichtigkeit, Rechtstreue, Gerechtigkeit, Objektivität und dem Allgemeinwohl ausrichten. Ob und inwieweit basale politische Treuepflichten aus dem Grundstatus des Richteramts folgen und in welchem Umfang sie während der Mitgliedschaft eines Richters im Deutschen Bundestag fortbestehen, spielt deshalb für die Anwendung des § 31 keine Rolle. Entscheidend ist, ob die festgestellten Tatsachen die Beurteilung rechtfertigen, dass von der weiteren Ausübung der Richtertätigkeit eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Rechtspflege ausgehen wird. Hierfür ist maßgeblich, ob die Annahme gerechtfertigt ist, der Richter werde bei seiner künftigen Berufsausübung nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Hier sind die vom Dienstgericht tatrichterlich getroffenen tatsächlichen Feststellungen revisionsrechtlich ebenso wenig zu beanstanden, wie die von ihm auf dieser Grundlage vorgenommene Würdigung, dass nur eine Versetzung des Antragsgegners in den Ruhestand nach § 31 Nummer 3 Richtergesetz in Betracht kommt. Das Dienstgericht hat zutreffend maßgeblich auf die exponierte Betätigung des Antragsgegners im sogenannten Flügel der AfD abgestellt, der nach den Feststellungen des Berufungsgerichts im sächsischen Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2020 unter Bezugnahme auf eine Fachinformation des Bundesamts für Verfassungsschutz für 2020 als extremistischer Personenzusammenschluss innerhalb der AfD bezeichnet wird und dessen Politikkonzept insbesondere auf die permanente Verächtlichmachung demokratischer Institutionen, die Abschaffung des Parlamentarismus, die Etablierung einer völkischen Gesellschaftsordnung mit einem ethnokulturell homogenen Staatsvolk, die pauschale Ausgrenzung, Verächtlichmachung und Rechtlosstellung von Migranten, Muslimen und politisch Andersdenkenden abzielt und strukturelle Verbindungen zur sowie die systematische Zusammenarbeit mit der klassischen rechtsextremistischen und der neurechten Szene unterhält. Dabei hat das Dienstgericht zu Recht berücksichtigt, dass der Flügel im April 2020 zwar formell aufgelöst wurde, aber auch nach den im sächsischen Verfassungsschutzbericht 2020 und im Verfassungsschutzbericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz 2020 zitierten Äußerungen des Antragsgegners als Haltungsgemeinschaft noch weiterhin aktiv ist. Dass das Dienstgericht mit Blick darauf die Besorgnis des Antragstellers, der Antragsgegner wäre der wegen seiner Betätigung für den Flügel der AfD in der Öffentlichkeit als Rechtsextremist wahrgenommen, für zutreffend erachtet hat, ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Dabei hat das Dienstgericht, wie geboten, in den Blick genommen, dass der Antragsgegner nicht aufgrund einer haltlosen Berichterstattung Opfer einer künstlich herbeigeführten Empörung in der Öffentlichkeit geworden ist, sondern seine öffentliche Wahrnehmung eine Folge tatsächlicher eigener Verhaltensweisen ist. Die Frage, ob er mit Recht als Rechtsextremist bezeichnet worden ist, hat das Dienstgericht zutreffend für unerheblich gehalten. Im Versetzungsverfahren kommt es entscheidend darauf an, dass, was hier der Fall ist, aufgrund der festgestellten Anknüpfungstatsachen das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Person des Antragsgegners
oder in seiner Amtsführung in so hohem Maße Schaden genommen hat, dass durch sein Verbleiben im anvertrauten Richteramt zugleich das öffentliche Vertrauen in eine unabhängige und unvoreingenommene Rechtspflege beseitigt wird. Des Weiteren hat das Dienstgericht die dokumentierten Äußerungen des Antragsgegners am 17. Januar 2017 bei einer Rede auf einer Parteiveranstaltung der AfD sowie die Presseberichterstattung hierzu berücksichtigt und daraus zutreffend den Schluss gezogen, der Antragsgegner werde in der Öffentlichkeit als eine Person wahrgenommen, die nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Die tatrichterliche Würdigung der in dieser Rede gefallenen Äußerungen, wie der Bezeichnung der Aufarbeitung der NS-Verbrechen als gegen uns gerichtete Propaganda und Umerziehung und Schuldkult, sowie der Hervorhebung der NPD als einzige Partei, die bis zum Aufkommen der AfD immer geschlossen zu Deutschland gestanden habe, als nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehend, begegnet keinen revisionsrechtlichen Bedenken. Letzteres steht im Einklang mit der Bewertung des Bundesverfassungsgerichts der NPD als einer dem Nationalsozialismus wesensverwandten Partei. In diesem Zusammenhang hat das Dienstgericht zutreffend auch die Äußerungen des Antragsgegners anlässlich eines Wahlkampfauftritts am 21. August 2017 eingeordnet. Zu Recht hat das Dienstgericht weiter als Tatsache, die eine schwere Beeinträchtigung der Rechtspflege befürchten lässt und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Amtsführung und die Unvoreingenommenheit des Antragsgegners beseitigt, den von seinem offiziellen Twitter-Account als Reaktion auf einen Bericht des Spiegel vom 18. März 2019 abgesetzten Tweet rechtsfehlerfrei so gewürdigt, dass dadurch in der Öffentlichkeit der nachvollziehbare Eindruck entstehe, der Antragsgegner werde in Zukunft nicht unvoreingenommen und unabhängig Recht sprechen, sondern in seiner von ihm selbst empfundenen Eigenschaft als AfD-Richter von parteipolitischen Motiven oder Einstellungen geleitet. Ob der fragliche Tweet vom Antragsgegner selbst oder, wie er vorträgt, von einem seiner Mitarbeiter abgesetzt wurde, brauchte das Dienstgericht nicht aufzuklären. Revisionsrechtlich bedenkenfrei hat es darauf abgestellt, dass die Öffentlichkeit die vom offiziellen Twitter-Account des Antragsgegners stammenden und von ihm nicht zurückgenommenen Äußerungen dem Antragsgegner zurechnen und daraus Schlüsse auf seine von seiner politischen Überzeugung geprägte Einstellung bei seiner künftigen richterlichen Tätigkeit ziehen werde. Entsprechendes gilt, wie das Dienstgericht zutreffend angenommen hat, soweit in einem Tweet vom Twitter-Account des Antragsgegners der Sohn des ehemaligen Tennisprofis Becker als kleiner Halbneger bezeichnet wurde. Auch diese vom Dienstgericht rechtsfehlerfrei als abwertend, menschenverachtend und rassistisch gewürdigte Äußerung konnte das Dienstgericht dem Antragsgegner aufgrund der Veröffentlichung mittels eines offiziellen Accounts zuordnen, selbst wenn sie nach seinem Vortrag von einem seiner Mitarbeiter abgesetzt wurde. Bereits die vorstehenden, vom Dienstgericht festgestellten, vom Antragsgegner stammenden oder ihm zuzurechnenden Äußerungen und Verhaltensweisen tragen im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung den Schluss, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Person und die Amtsführung des Antragsgegners in hohem Maße beeinträchtigt ist und seine weitere rechtsprechende Tätigkeit den Eintritt eines schweren Schadens für das Ansehen der Rechtspflege besorgen lässt, was eine Maßnahme nach 31 Richtergesetz zwingend gebietet. Das Dienstgericht hat schließlich auch zutreffend aus den in § 31 des Richtergesetzes genannten Maßnahmen die Versetzung in den Ruhestand als verhältnismäßig ausgewählt. Eine Versetzung des Antragsgegners in ein anderes Richteramt mit gleichem Endgrundgehalt kommt nicht in Betracht, weil die den Vertrauensverlust begründenden Tatsachen die Verwendung des Antragsgegners in jedem Richteramt ausschließen. Jedenfalls in einem Fall wie hier, in dem aufgrund einer langjährig verfestigten und öffentlichkeitswirksam vertretenen politischen Anschauung außerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ein erheblicher Vertrauensverlust in der Öffentlichkeit eingetreten
und zugleich nicht zu erwarten ist, dass innerhalb der verbleibenden Dienstzeit eine Änderung der maßgeblichen Tatsachen eintritt, kommt auch eine Versetzung nur in den einstweiligen Ruhestand als weniger einschneidende Maßnahme nicht in Betracht. Deshalb hat das Dienstgericht rechtsfehlerfrei auf die nach § 31 Richtergesetz schärfste Maßnahme erkannt. Soweit zusammengefasst unsere Erwägungen, die der gerade verkündeten Entscheidung zugrunde liegen. Die Pressestelle hält noch eine Pressemitteilung vor, auf die ich im Übrigen verweise, und damit ist die Sitzung geschlossen. Vielen Dank.